Die Bundesnetzagentur ist eine sehr, sehr wichtige Behörde für die Digitalisierung in Deutschland. Nicht nur für den Ausbau der digitalen Infrastruktur, sondern auch für viele wichtige andere digitale Themen, wie die Regulierung der digitalen Plattformen, Netzneutralität und künstliche Intelligenz. Und mit der neuen Rolle als Digital Services Coordinator entwickelt sich die Behörde weiter zur Digitalagentur. Daran möchte ich gern mitarbeiten. Und außerdem freue ich mich auf die Kolleginnen und Kollegen in der Bundesnetzagentur, die ich aus früheren Funktionen zum Teil schon kenne als sehr versierte Expertinnen und Experten. Eine meiner ersten Aufgaben ist die Vergabe der Mobilfunkfrequenzen. Das Konsultationsverfahren zum ersten Entwurf der Bundesnetzagentur läuft ja bereits. Es gibt den Vorschlag, die aktuell auslaufenden Frequenzen für 5 Jahre übergangsweise zu verlängern. Und unser Ziel ist es dabei insbesondere, den Ausbau in der Fläche voranzutreiben, gerade auch im ländlichen Raum. Und zum Zweiten wollen wir den Wettbewerb weiter stärken für Innovationen und für angemessene Preise. Und im Festnetzbereich steht die Migration an von den Kupfernetzen hin zu modernen Glasfasernetzen. Da ist Deutschland im internationalen Vergleich noch ein bisschen zurück. Da haben wir einen Aufholprozess zu leisten, weil wir lange auf andere Technologien gesetzt haben. Das will ich intensiv begleiten. Und als Drittes steht im Sommer der erste Abschnitt der Generalsanierung bei den Eisenbahnnetzen an. Da wollen wir als Bundesnetzagentur dafür sorgen, dass das mit guter Planung und sehr guter Kommunikation so funktioniert, dass es möglichst wenige Einschränkungen für den Eisenbahnverkehr gibt. Mein Arbeitsalltag ist, wenn ich so in meinen Kalender gucke, ganz stark geprägt von Gesprächen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man wirklich gute Lösungen nur im Dialog findet. Das sind natürlich ganz viele Gespräche mit den Expertinnen und Experten intern in der Bundesnetzagentur. Das sind aber auch sehr viele Gespräche extern mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik, aus Bund und Ländern, mit Unternehmensvertreterinnen und Vertretern, Verbänden, anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und das ist mir auch wichtig, auch mit internationalen Partnern, ganz besonders mit unseren europäischen Partnern, zum Beispiel im Gremium der europäischen Telekommunikationsregulierer. Als Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur werde ich erfolgreich gewesen sein, wenn Deutschland über eine hervorragende digitale und Eisenbahninfrastruktur verfügt, wenn Deutschland ein ganzes Stück digitaler geworden ist als heute und wenn sich die Bundesnetzagentur noch weiterentwickelt hat zu einer richtigen Digitalagentur. Aber das kann ich natürlich nicht alleine schaffen, noch nicht mal die Bundesnetzagentur alleine, das schaffen wir nur alle zusammen gemeinsam. Meinen Beitrag dazu möchte ich gerne leisten.